Heute geht es um die Gospelgruppe Predestination. Die Gruppe hatte sich damals Ende der 2000er Jahre zusammengefunden und entschlossen, Deutschland mit ihrem Gospel-Sound zu verändern. Gospelmusik ist eine Musikart, die immer gute Message beinhaltet. Es geht um den Glauben, es geht um die Beziehung zu Gott. Vor allen Dingen aber bekennt man dadurch, dass man an Jesus Christus glaubt und an seine Auferstehung. Der lyrische Content baut sich oft darauf auf, Liebe zu verbreiten, Menschen zu motivieren, die Beziehung zu Jesus zu stärken. Es dreht sich viel um Heilung, um Veränderung. Man setzt Gott praktisch in den Mittelpunkt und erhebt ihn durch diese Musik. Das Genre wurde im 20. Jahrhundert gegründet und setzt sich aus den Musikrichtungen Blues und Jazz zusammen. Der Ursprung von Gospel stammt ja aus der afroamerikanischen Community und hat vor allen Dingen zu der Zeit sehr vielen schwarzen Menschen dabei geholfen, durch die schwierige Zeit der Diskriminierung hindurchzukommen. Für sehr viele Afroamerikaner war es also unmöglich, Gospelmusik mit weltlicher Musik zu mischen. Unter weltlicher Musik versteht man kommerzielle Musik, in dem Themen wie Alkohol, Sex, Verführung, Drogen verherrlicht werden. Und das musste für die christlich-afroamerikanische Community ganz klar getrennt werden. Die Musik wurde zu Beginn also nur in Kirchengemeinden gespielt. Es war also für Radiosender und Fernsehproduktionssendungen nicht zugänglich. Denn sobald Gospel im Mainstream ausgestrahlt worden wäre, hätte man es als Sünde angesehen. Ein wichtiges Merkmal im Gospel-Genre ist, dass die Sänger sehr laut und sehr stark und kräftige Stimmen haben. Harmoniegesang ist sehr wichtig. Zu Beginn hat man oft Raspelinstrumente und Tamburinen zur Begleitung des A Cappella-Gesangs genutzt. Mit der Zeit kamen dann Orgel, Schlagzeug und weitere Instrumente dazu. 1926 veröffentlichte der Zeitungsverlag Chicago Defender einen Artikel über das Musikgenre und somit begann sich die weiße Bevölkerung immer mehr für das Musikgenre zu interessieren. Das Genre wurde immer größer, vielfältiger und es entstanden Gospelgrößen wie Sam Cooke, Andre Crouch, Mahalia Jackson, James Cleveland, Hank Williams und noch viele mehr. Abgesehen davon haben sich sehr viele Mainstream-Künstler von dem Genre inspirieren lassen. Elvis Presley, Rita Franklin, Marvin Gaye und noch viele mehr. Damals haben die meisten Sänger ihre Gesangsausbildung durch die Kirche bekommen, denn in der Kirche wurde oft gesungen, man war Teil eines Gospelchors und dort lernte man seine Stimme perfekt zu kontrollieren. Die heutigen Sänger kriegen das meistens gar nicht mehr hin. Heute ist es sehr selten der Fall, dass Sänger live singen, weil sie es meistens einfach nicht können oder nur halbwegs können und heute geht es auch viel mehr um Zahlen, um Instagram, um Follower. Der Entwicklungsprozess für Superstars und Künstler lief damals ganz anders ab. Whitney Houston, Mariah Carey und noch viele mehr haben diese außergewöhnlichen Stimmen durch den Gesang im Kirchenchor erlernt. Bis heute ist es immer noch so, dass im Gospel von Sängern erwartet wird, dass sie wirklich live singen. Im Gospel ist es nicht der Fall, dass man Playback singt. Es muss immer live gesungen werden, weil das macht dieses Genre aus. Mit jedem Jahrzehnt entwickelte sich das Genre auch immer wieder in eine neue Richtung. Heute gibt es zum Beispiel den traditionellen Gospel, dann gibt es Contemporary Gospel, dann gibt es Urban Gospel, dann gibt es Gospel Rap, dann gibt es christliche Popmusik und auch Worship Music. Was sehr viele Leute aber nicht wissen, ist, dass Gospelmusik der Ursprung für sehr viele weitere Genres ist. Für Popmusik, für R&B, für Soul, für Rockmusik, für Hip-Hop. Du findest Gospelmusik in jedem Genre wieder. Die Gruppe Predestination bestand aus den Mitgliedern Natalia Anchak, Christina Schreinemacher und Melane Konkolo. Die drei Freundinnen hatten sich bewusst dazu entschieden, zusammen zu musizieren und das in einem Genre, das in Deutschland so gut wie gar nicht aktiv ist. Die Freundinnen sind durch Deutschland gezogen, haben in verschiedenen Kirchengemeinden und Veranstaltungen gesungen. Unter anderem waren es Gospel-Covers und eigene Musik. Sie haben sich versucht, selbstständig zu organisieren, hatten keinen großen Vertrieb oder auch keine Plattenfirma, die hinter ihnen stand. Und deshalb war das Ganze natürlich sehr schwierig. 2008, 2009 war YouTube, Social Media noch nicht das, was es heute ist. Also war es umso schwieriger, sich im Musikgeschäft zu vermarkten. Die drei sahen jedoch gut aus, konnten wirklich gut singen und hatten das Potenzial, etwas Neues in die deutsche Musikindustrie hineinzubringen. Im Jahre 2010 strahlte der Sender Vox erstmalig die Sendung X-Factor in Deutschland aus. Die Hit-Sendung verhalf Sängern wie Leona Lewis, Alexandra Borg, Little Mix, Olly Murs, One Direction zu großen Erfolgen. Deshalb hoffte man, dass es in Deutschland genauso anschlagen wird und dass die nächsten großen deutschen Superstars aus der Sendung entstehen können. Die drei Juroren für die Sendung waren Till Brönner, Sarah Connor und Georg Glück. Jeder dieser Juroren sollte eine Kategorie widerspiegeln. Es gab eine Kategorie für die über 25-Jährigen, dann gab es eine Kategorie für Jungs und Mädels, die Solosänger waren und die dritte Kategorie
Kategorie war für Gruppen und Bands, da es so ein Format in Deutschland noch nie gegeben hatte und es perfekt war, um sich als Gruppe zu beweisen, entschied sich die Gruppe dazu, an dem Wettbewerb teilzunehmen. Im Recall konnten sie mit dem Song der Gospelgruppe Anointed, I'm Gonna Lift Your Name on High, die Juroren sowie die Zuschauer überzeugen. Sie wurden für ihre Harmonien und individuelle starken Stimmen gelobt. Nach einigen Runden wurde bekannt gegeben, welcher Juror für welche Kategorie zuständig ist. Die Gruppen bekamen Georg Glück. Für das Bootcamp wurden die Gruppen nach Berlin eingeladen. Es waren so ungefähr 10 Bands und dort sollte sich entscheiden, welche 3 der 10 in die Live-Shows kommen. Jede Gruppe hat einen Song zugewiesen bekommen und am nächsten Tag sollte man diesen Song in einem großen Studio in Berlin aufnehmen. Als Gastjuroren wurde ein weltweiter Superstar eingeladen, Kelly Rowland von Destiny's Child, die mit der Gruppe sowie auch als Solosängerin sehr, sehr große Erfolge feiern konnte. Über 40 Millionen Soloplatten verkauft, Grammys gewonnen, Billboards, alle Preise, die man als Gruppe und auch als Solokünstlerin bekommen kann, hat sie abgeräumt. Dadurch waren natürlich die meisten Gruppen noch aufgeregter. Jede Gruppe sollte einzeln ins Studio kommen und den Song einsingen, den sie zugewiesen bekommen haben. Als Predestination an der Reihe war, fragten sie Georg, ob sie nicht einen anderen Song einsingen können, weil der Song überhaupt nicht zu ihnen passt. Sie bekamen den Song Push the Button von den Sugar Babes, was gar nicht zu der Gruppe passt. Jeder, der den Song kennt, weiß, dass es bei Push the Button sehr viel um Sex geht, um Verführung. Auch im Video sind die Sängerinnen ja sehr knapp angezogen, versuchen einen Mann im Aufzug zu verführen. Es war halt eine Gospelgruppe, die der Sender versucht hat, in eine sexistische Popgruppe umzuwandeln. Mir kam es halt einfach so vor, als ob der Produzent sehen wollte, wie weit er gehen kann. Weil schon im Recall haben sie die Juroren darauf angesprochen, dass sie eine Gospelgruppe sind. Und als man sie weitergelassen hatte, wusste man ja ganz genau, worauf man sich einlässt. Gospel ist vielfältig. Gospel spricht jeden an. Du hast Gruppen wie Mary Mary, die Millionen von Platten weltweit verkauft haben. Shakeless ist bis heute ein Hit. Es gibt so viele Urban, R&B, Pop, Gospel-Lieder, die man hätte nehmen können, die auch zu 100% zu der Gruppe gepasst hätte. Aber am Ende des Tages geht es ja auch oft in dieser Industrie darum, wer lässt die Hüllen fallen. Umso freizügiger du bist, umso mehr Platten verkaufst du. Umso mehr Türen werden die geöffnet. Umso mehr interessiert sich das Management und das Label für dich. Georg Glück war natürlich von dieser Bitte gar nicht begeistert und brüllte die Gruppe schon teilweise an. Er gab ihnen dann auch noch das Ultimatum, entweder singen sie jetzt den Song oder sie fliegen raus. Schweren Herzens entschieden sie sich dann dazu, den Song einfach einzusingen. Teilweise verängstigt und verkrampft und am Ende war er total begeistert und meinte dann, geht doch. Kelly Rowland war natürlich auch total begeistert von dem Gesang der Gruppe und sprach einige Komplimente aus. Die Gruppe kam dann nach dieser Performance eine Runde weiter, aber sie waren eine Folge danach nicht mehr zu sehen. Sie wurden danach nicht mehr erwähnt, es war wirklich so, als ob es die Gruppe in der Sendung niemals gegeben hätte. In einem Statement erwähnten sie dann, dass sie freiwillig die Sendung verlassen haben, weil sie das Gefühl hatten, dass der Sender sowie die Leute hinter der Sendung versucht haben, die Gruppe komplett zu verbiegen und zu verändern. Sie haben sich danach entschieden, independent weiterzumachen, also selbstständig die Gruppe zu vermarkten. Thank you.
Wir haben einige Songs aufgenommen, haben wieder in Kirchengemeinden performt, wurden hier und da zu kleinen Veranstaltungen eingeladen. Wir haben dann irgendwann auch die Möglichkeit bekommen, in Amerika zu touren durch verschiedene Kirchengemeinden. Dort haben sie auch sehr viel Liebe und Zuspruch bekommen, aber mit der Zeit hörte man immer weniger von ihnen und irgendwann löste sich die Gruppe auf. Eine sehr talentierte Gruppe, hatten auf jeden Fall das Potenzial, sehr viel zu erreichen. Aber wie ich so oft in den Videos erwähne, in Deutschland ist es sehr schwierig, als Soul-Sänger, als R&B-Sänger Fuß zu fassen. Selbst einige Hip-Hop-Richtungen haben es sehr schwierig, Anerkennung zu bekommen. Hip-Hop im Neo-Soul-Bereich, Soul-Hip-Hop. Dann ist es natürlich noch schwieriger für Gospel-Sänger bzw. für das Gospel-Genre, Anerkennung zu finden. Ich sage immer, wir haben nicht die richtigen Produzenten, wir haben nicht das richtige Label, was mit diesen Künstlern, die wirklich das Talent mitbringen, arbeiten können. Das Talent ist in Deutschland da, nur der Visionär, der das Ganze zusammenbringt, um diese Künstler richtig zu fördern, um einen Sound mit diesen Künstlern zu kreieren, einen guten Businessplan zu erstellen, um diese Künstler auch in der Industrie bekannter zu machen. Das haben wir halt nicht. Wir haben zwar viel Talent, aber man muss auch dazu sagen, heutzutage haben wir sehr viel Quantität und sehr wenig Qualität. Und die meisten Künstler, die wir draußen hören, auch im deutschen Soul, R&B, Hip-Hop-Bereich, produzieren sehr viel Quantität und sehr, sehr wenig Qualität. Deswegen ist auch immer ein Visionär wichtig, der das Ganze in Ordnung bringen kann, eine Struktur reinbekommen kann und die Sache in eine richtige Richtung lenkt. Aber wie schon gesagt, solche Labels hat man nicht, die speziell für diese Richtung ausgelegt sind. Auf der anderen Seite hast du natürlich Medien, die dem Ganzen keine Chance geben und die glauben, dass diese Musikrichtung keine Chance in Deutschland hat. Ich sage immer so, das, was sich gut anhört, das, was die Menschen fühlen, das akzeptieren sie auch. Es geht viel weniger um Genres, es geht einfach um das Gefühl, was übermittelt wird. Und zum Glück kann man sich heute durch Social Media eine Fanbase aufbauen und man ist dann nicht auf Radio oder Fernsehsender angewiesen. Ich glaube halt, sehr viel ist möglich, aber es ist halt mit harter Arbeit und Schweiß verbunden. Weil selbst in Amerika bekommt das Genre Gospel nicht immer den Respekt und die Anerkennung, die es verdient. Wenn das Video dir gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben, abonniere gerne meinen Kanal und verpasse keine weiteren Videos. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.